Alter, was geht ab, Leutonge? Geh steht für gönnen. Ey, tot, Mann. Mein Kaufland hatte nur zwei Sorten. Zweiter Kaufland hatte gar keine. Versuch Nummer drei. Der dritte Kaufland hatte auch keine. Aber keine Sorge, Leute. Ich habe geregelt. Wir haben Gönnergy. Auf der Suche, auf der Jagd nach Gönnergy. Was ist das? Habe ich die gefunden. Anscheinend von Mayweather. Nein, echt jetzt? Da war fettes Ding. Aufsteller. Mit Mayweather. Okay. Ich auch nicht. Von Runde habe ich gehört, aber von Mayweather nicht. Okay, was hast du bisher so gehört? Oh, Alter, ich habe echt viele Videos angeschaut. Ich habe noch nie so viele Geschmacksvideos angeschaut, weil das interessiert mich echt. Hey, wie schmeckt der Drink von Monte? Monte ist schon jemand, der hat Statement, er hat so Eigencharakter. Ich habe so viele Videos angeschaut und die verschiedenste Meinung gehört. Ja. Schmeckt metallisch, schmeckt geil, schmeckt nicht so geil, kann ich nicht viel trinken. 0,5 ist zu viel und solche Sachen. Oder manche sagen, ist zu einfach, nicht Monte-gerecht gehalten, mehr Style wäre so Graffiti oder ein bisschen dark, schwarz. Aber ja, bin echt gespannt. So, stimmt. Also Dose, Design, haben die auch viel gemacht. Und viele, ein paar sagen zu wenig, oder wie? Ja, die sagen zu einfach, schön bunt, klassisch. Und Monte denkt man doch so ein bisschen dark, Tattoo, vielleicht Graffiti. So auf die Meinung. Aber ich habe alle Videos von Monte gesehen und er meinte, also er als Name und Gesicht will sich eigentlich ein bisschen distanzieren von dem Produkt. Das soll so ein bisschen für sich alleine stehen. Okay, okay. Und irgendwo klein steht das irgendwo nur von Monte oder so. Seine Unterschrift. Und nur in der ersten... First Edition bei Monte, ja. Okay, die werden doch 100% steigen, wenn man die speichert. In der nächsten Ladung gibt es sie nicht mehr. Das stimmt. Nur bei der ersten. Okay, mit welchem willst du anfangen? Raspberry Cheesecake, Tropical, Blueberry Coconut. What the Strawberry Raspberry Cheesecake. Manche sagen zu viel Kokosnuss. Ja, so weiter. So, ja, ich dachte, du schüttest das ein. Kennst du, so wie bei Duck, alle müssen nebeneinander gleich viel. Echt Respekt, dass er echt versucht. Die Geschmacksrichtung habe ich noch nie gesehen. Ich habe schon wie viele Energy Drinks getrunken. Raspberry Cheesecake noch nie gesehen. Gehört. Ja, gönn dir als erstes. Manche, der eine sagt, sie schmeckt nach Fruchtzwerge. Wie haben sie das geschafft und so ganz krass. Riecht eigentlich geil. Oh mein Gott, schmeckt doch ganz krass. What the fuck? Schmeckt schön himbeerig, prickelnd, vielleicht ein bisschen zu süß, aber auch es schmeckt nach Cheesecake und geil. Und Preis-Leistung echt top. Und dir schmeckt's gar nicht? Ey, das. Ich, am Anfang ist der erste Geschmack schon lecker, ja. Aber mir taugt der Nachgeschmack gar nicht. Ich finde, der Nachgeschmack kommt richtig geil. So macht man einen Geschmackstest heute. Schön kühl zu Hause, Shisha. Ich habe ein paar Videos gesehen, die waren irgendwo im Wald, irgendwo draußen, ja. Gar nicht gekühlt, gar nicht gechillt. Wie will man so einen guten Geschmackstest machen? Oh mein Gott, der Mario war im Freien. Ein neuartiger Geschmack auf jeden Fall. Also mir schmeckt's. Neuartiger Geschmack, den kenn ich so nicht. Ja, also nicht mit irgendwas zu vergleichen. Also der erste Geschmack taugt mir auch mehr als der Nachgeschmack. Der Nachgang, aber... Er ist lecker, schön prickelnd. Er ist sehr geschmacksintensiv, obwohl es Zero ist. Das ist krasse. Ja, das stimmt. Das wollte ich auch sagen. Es ist sehr geschmacksintensiv, obwohl es Zero ist. Wie kriegen die so viel Geschmack da rein? Ja. Ist jetzt nicht perfekt endgeil, weil ich feiere Cheesecake Ants und Himbeere auch. Aber ja, nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Bewertung? Mit Preis und allem gleich. Nein, nein, nur Geschmack jetzt. Geschmack würde ich von 1 bis 10 eine 8 geben. Boah. Ja. Mein echt Respekt. Ich feiere es, wenn jemand was Neues probiert. Ja, auf jeden Fall. Wir hatten schon 1 Million Mal Tropical und so. Wisst ihr, ja, was das stimmt. Neu ist nicht gleich geil, Digga. Also ich gebe den eine 4 von 10. Ey. Boah, der ist der großzügige Boss. Der, das ist doch blank. Dieses schlechte Fleisch. Ja, Alter. Ja. Ey, trinken ist was anderes. Trinken, der Geschmack im Mund, wenn du trinkst. Es muss einfach geil schmecken. Alter, so hoch, echt. Boah, schöne Farbe. Richtig sexy. Manche sagen hier, es schmeckt zu viel nach Kokos, zu wenig Blaubeere. Manche mehr Blaubeere und sagen, es schmeckt zu wenig nach Kokos. Echt geile Farbe. Richtig wie diese Eisbonbon.
Blaubeer-Kokos könnte schon rausschauen. What the fuck, was ist das für ein Duft? Okay, schmeckt auch geil. Aber ich würde echt nie drauf kommen, dass es ein Zero-Getränk ist. Schon krass. Ja, wie viel Geschmack die da reinkriegen. Also ich bin auf den echt gespannt. Der schaut sexy aus. Wenn er jetzt auch so schmeckt, dann. Ja, aber schmeckt doch so ein bisschen nach diesem Zahnmundreiniger, so ein bisschen. Wenn ich jetzt so mehr davon trinke. Es gibt auch Getränke, wenn du so einen halben Liter trinkst, dann ändert sich, dann kriegt man immer weniger Bock. Das kann auch sein. Doch, Digga, das ist der. Der ist geil. Der erste Geschmack ist schon richtig gut und der Nachgeschmack schmeckt genauso intensiv geil. Also der taugt mir. Künstlich, der ist für mich zu künstlich. Echt? Ja. Merkwürdiger Geschmack, gell? Oder? Der schmeckt so, als würdest du so bei Chong Arbeit, wie heißt das, Rituals vorbeigehen. Haus, so Raumdufte und so gibst. Ja. Und dann. Ja, warte mal, ist das jetzt positiv oder negativ? Der Rote war schon viel besser. Ja, das siehst du gleich in meinem Fazit, Mann. Ein sauger Abgang. Was ist der Nachgeschmack? Ist es Blaubeere oder Kokos? Kokos kommt doch am Anfang, Nachgeschmack ist Blaubeere. Also für mich, ich schmecke nur Kokos. Ich finde ihn zu künstlich leider. Der taugt mir jetzt nicht so, um ehrlich zu sein. 6. Von 10. Das ist definitiv nach. Dem 4 von 10, der hat mir gar nicht getaugt, Mann. Okay, ich fand ihn nicht so gut. So, der letzte. Gönnergy! G steht für gönnen. Boah, der ist geil. Boah, der ist, ich finde den richtig geil. Es gibt einen Energy Drink, der ist richtig geil. Von Monster Juicy Mango. Juicy Loco Mango oder kenn so. Ich, ja. Eins geil, aber der, ist, der hat 16 Gramm Zucker, fast doppelt so viel wie Coca-Cola und so. Der schmeckt dem ungefähr ähnlich. Boah, den würde ich mir echt kaufen. Regelmäßig. Boah, ja, du hast recht. Aha, beide sind sich einig. Ich würde ihm einen neuen geben, Geschmack. Hallo, wir sind noch nicht beim Fazit. Ja, ach so. Ja, sehr fruchtig, aber sehr familiär, dieser Geschmack. Irgendwie so sehr oft, zu oft schon. Schmeckt halt fruchtig, orangig, multivitaminmäßig, mangomäßig. Solide, lecker, aber kennt man. Ja, das ist jetzt nicht so wow. Neue ja, kein Wow-Effekt. Ja. Jetzt Fazit. Jetzt. Nur zu dem Getränk. Nur zu dem. 9 von 10 Geschmack. Ich würde dem eine 7 geben, der ist schon geil. Aber 7 von 10. Ja, fühle ich. Ich gebe dem auch eine 7 von 10. Du bist auf Diät. Und ab und zu hat man so nach 2-3 Wochen echt immer Wasser trinken und so eine Energy trinken. Also bei mir ist so. Aber dann würde ich den nehmen. Würdest du den nehmen? Ja, safe. Verstehe ich. Was? Ich würde den und den. Sind beide geil, abwechslungstechnisch. Du, den. Den safe. 3 Kalorien pro 100 Milliliter. Für 1,50. Und es ist Monte. Seien wir ehrlich, würde er 4,50 machen, die Leute würden trotzdem kaufen. Ja, natürlich nicht so viel wie jetzt. Aber echt Respekt. Deswegen Monte nicht so einer, der... Er labert schon, aber er macht halt wirklich auch oft, was er sagt. Und ich wäre echt auch stolz und glücklich über das Produkt. Hier ist kein gefiltertes Wasser wie bei Prime, aber... Vielleicht wird es geschmacklich was machen, aber 32 Milligramm pro 100 Milliliter, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Hey, 500 Milliliter mal 5, das sind 160 Milligramm Koffein. Das ist eine Pre-Workout-Booster fürs Gym, für Training. Also wir haben schon sehr viele Influencer-Produkte getestet, eigentlich fast jedes. Ja. Ja. Das gehört auf jeden Fall Top-Tier zu oberen Level. Ja. Auch Preis-Leistung. Definitiv. Und auch noch Zero, also... Boah, wisst ihr, was mich stört, Leute? Das ist so, nach vorne, so, zur Seite. Also der hier ist besser für Videodrehs und Shoots, Leute, weil wenn du so trinkst, dann siehst du, trinkst so und dann siehst du, oh, Gönnergy-Logo. Bei den anderen siehst du ja das Logo nicht, dann siehst du entweder die Seite oder die Seite. Preis-Leistung gut, rot werde ich kaufen, rot und gelb. Und Montes Marketing-Marke. Ja, Mann. Beschwer dich bei GoPro. Kuss geht raus an die Jungs, dass sie dabei waren. Je mehr, desto lustiger bei solchen Sachen. Real Talk ist ein gutes Produkt, Preis geht fit. Design ist schön. Man kann gar nichts bemängeln. Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich. Der blaue, sehr kontrovers. Entweder taugt es einem oder nicht. Der rote aber auch kontrovers. Entweder taugt es einem oder nicht. Ich glaube, beim orangenen, beim gelben sind sich alle einig. Der ist einfach sehr gut, solide, stabil. Keine Frage, der wird durch die Decke gehen. Gönnergy auf die 1. Also wenn ich drauf wetten könnte, ich würde drauf wetten. Außer Prime kommt noch raus. Der Kuss geht raus an Monte. Das ist ein gutes Produkt und... Wir haben schon sehr viele Produkte probiert. Digga, ich habe Habib-Protein-Riegel,
aus Russland importieren lassen. Also ich kenne mich echt aus. Und das ist ein gutes Produkt, guter Preis. Das war's von mir und den Jungs heute. Und Gönnergy, G steht für Gönnen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram. Mr. Bitcoin, DeFi und Crypto Cash, for good again. Jeden Tag tracken, serious business und ciao.